Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Jade Empire. Ja, dieses Spiel ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt befinden wir uns inmitten eines gelehrten Streits, beziehungsweise am Anfang desselben. Und bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier ins Chi-Becken. Ne? Werden uns eine Runde aufladen. Genau. Dann werden wir hier diese Stände angucken. Die große Dürre, das dürft ihr wieder selber lesen. Bitte Pause drücken, wen es interessiert. Ja, und da ist noch eine, die nehmen wir auch mit. Das unfassbare Universum. Ein Schlusswort. Bitte Pause drücken, wenn es euch interessiert. So. Mann, Mann, Mann. Okay, also jetzt reden wir erstmal mit den Gelehrten, die da so rumstehen. Das ist der Diener Yi. Der Minister ließ mich 34 Leute beleidigen. Die Oh. durchschlagendste Replik vor eurer war eine Ohrfeige. Und wer bist du jetzt? Gelehrter Kai? Ich grüße euch. Ich bin die Gelehrte Kai und ich werde die vierte von fünf Richtern bei der Debatte sein. Macht uns keine Schande. Ich bin bemüht. Und welche Argumente schätzt ihr am Ich meisten? bin stets unparteiisch, aber manche meiner Kollegen sind leicht zu Entscheidungen zu bewegen, wenn man ihre Vorlieben kennt. Okay. Der Minister ist besonders für offene Konfrontationen zu haben. Antwortet ihr voll Zorn, habt ihr ihn gewiss auf eurer Seite. Empfindet auch ihr wie der Minister Verachtung für den Fremdländer? Er ist eine Beleidigung für unsere Leistung als Ja, Volk. das sehe ich auch so. Solltet ihr in der Debatte keinen Erfolg haben, müsst ihr wenigstens im Kampf mit ihm fertig werden. Na, wir hoffen mal, dass er uns nicht einfach Es erschießt. ist mir gleich, woher er kommt, wenn er nur endlich wieder ginge. Okay. Und welche Strategie ratet ihr mir? Manche Argumente können den einen Richter für euch einnehmen, während sie den anderen gegen euch aufbringen. Sprecht unterschiedliche Themen an, damit ihr am Ende nicht ständig dieselben Richter beeinflusst. Okay. Gut. Die Logik des Fremdländers ist fehlerhaft. Ihr dürft nicht zulassen, dass er das Ansehen dieses kulturellen und geistigen Forums befleckt. Ja, das finde ich auch. So. Jetzt werden wir noch mit dem Gule sprechen. Ah, ihr seid also diejenige, die mit dem Fremdländer debattieren wird. Ich bin der fünfte eurer fünf Richter. Okay, und welche Argumente bevorzugt ihr? Wollt ihr damit andeuten, dass ich bestimmte Schwächen habe? Dagegen muss ich mich verwahren. Bei einigen meiner Kollegen sieht die Sache jedoch anders aus. Die Gelehrten untereinander. Die Gelehrten Zhao und Kai sind recht berechenbar. Herablassende Erwiderung auf schwache Argumente erweckt ihre Aufmerksamkeit sofort und wird ihr Urteil beeinflussen. Du, der Fremdländer erfreut sich nicht gerade großer Beliebtheit. Das scheint ihn wenig zu interessieren. Er ist eindeutig ein Mensch, der anderen seine Meinung aufdrängt, ob sie nun hören möchten oder nicht. Seine Argumente sind durchaus debattierenswert, doch wie er sie vorbringt, passt nicht in unseren Garten. Welche Strategie schlagt ihr vor? Versucht euch keine Grube zu graben, aus der ihr nicht wieder herauskommt. Wenn ihr nicht alle überzeugen könnt, konzentriert euch darauf, so viele wie möglich auf eure Seite zu bringen. Vergesst nicht, es werden sechs Themen abgehandelt und am Schluss müsst ihr die Mehrheit der Richter auf eurer Seite haben. Okay. Ja, bereitet euch gewissenhaft vor. Der Fremdländer wird kein leichter Gegner sein. Ich glaube ja, dass gewissenhafte Vorbereitung bedeutet, dass wir uns mit den Herrschaften hier unterhalten. Hängen. Seid mir gegrüßt. Hallo, Ich bin die Heng. Gelehrte Hing und ich werde als zweite von insgesamt fünf Richtern über die Debatte urteilen. Ich freue mich auf ein Streitgespräch, bei dem es ehrenhaft zugeht. Wie die anderen sicher bestätigen werden, verfüge ich über einen ausgewogenen Geschmack. Der Minister sowie die Gelehrten Su und Gu jedoch sind für wohlwollende Einwände empfänglich. Ich finde es geschmacklos, dass Sie solche Schmeicheleien schätzen. Aber diese Art der Argumentation gehört nun einmal zu denen, die Sie bevorzugen. Okay. Und was habt ihr gegen den Fremdländer? Ich habe nichts gegen ihn. Einige seiner Ansichten sind die Diskussion durchaus wert. Aber Sir Roderick stört den Frieden des Gartens ein wenig. Okay. Es wäre möglich, dass er unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. Das Beste wäre, man könnte ihn ohne viel Aufhebens dazu bewegen, uns zu verlassen.
Gut. Viel Glück gegen den Fremdländer. Er ist ein hartnäckiger Redner. Leute, das kann lustig werden. Das kann vor allem auch dauern. Ja, haben wir die schon mitgenommen hier? Das ist der geheimnisvolle Osten. Ihr wisst, Pause drücken, selber lesen. So. Und da ist noch zu. Oh, wie aufregend. Ich bin noch nie gebeten worden, eine Debatte zu beurteilen. Und jetzt soll ich der dritte eurer fünf Richter sein. Ich bin der gelehrte Zau. Also Zau eben. Oh, teilt ihr die Abneigung des Ministers für den Fremdländer? Er ist ungeschliffener als die Denker, die ich gewöhnt bin. Aber im Großen Ganzen stört er mich wohl nicht so sehr wie die anderen. Er scheint gerne den Störenfried zu spielen. Man sollte ihm nahelegen, dies anderswo zu tun. Oh, nein, warte. Genau, ich sollte mich bereit machen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Es wird sicher eine interessante Debatte. Jetzt bin ich ja mal wirklich sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. Jetzt werden wir mal Sir Roderick ansprechen. Und? Sind wir jetzt bereit, die Hühner zu satteln? Na, wenn es sein muss. Dann wollen wir mal ein paar Regeln festlegen und anfangen. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn wir es ein bisschen spannend machen, oder? Mm-mm, ganz und gar nicht. Okay, ihr stellt die Bedingungen, ich werde mich daran halten. Richtig. Ich möchte euch ja nicht zu sehr durcheinander bringen. Aber ich dachte mir, wir sollten sicherstellen, dass dies hier nicht zu einem langweiligen Herunterleiern von Tugenden wird. Es wird eine ganz einfache Sache. Fünf Richter, sechs Themen. Ich werde begründen, warum euer törichtes Land so unsicher auf den Beinen ist wie ein kleines Kind. Und ihr versucht, mich zu widerlegen. Okay, dann fang an. Die Richter heben die Arme, um zu zeigen, für wen sie stimmen. Arme oben für euch, Arme unten für mich. Sind sechs Themen abgehandelt, habt ihr gewonnen, sofern ihr die Mehrheit habt. Und beim Korsett der Königin. Solltet ihr sie zu irgendeinem Zeitpunkt alle auf eurer Seite haben, erkläre ich den Wettbewerb für beendet. Also fangen wir an. Okay, ich werde mich bemühen, die Sache für euch lehrreich zu gestalten. Ich werde mich nicht zurückhalten und erwarte auch von euch keine Gnade. Okay. Wir wollen sehen, wer von uns beiden wirklich überlegen ist. Ich lach mich tot. Also, womit fange ich denn einmal an? Ich weiß. Die wichtigste Sache für jedes Volk... Die Währung. Mhm. Was ist denn das für eine Gesellschaft, die Silbermünzen als Handelswährung benutzt? Gold ist eindeutig überlegen. Und das wisst ihr auch, denn ihr schmiedet eure bedeutenden Statuen daraus. Ihr habt ein mangelhaftes Verständnis davon, was Werte ausmacht. Oder könnt ihr das widerlegen? Tja. Okay. Tja. Genau, wir sind mal spöttisch. Na, oder? Wohlwollend? Ja, genau. Nun ja, ihr habt eine Mehrheit auf eurer Seite, aber die Debatte ist noch nicht vorüber. Ich möchte euch die Arroganz eures Kaiserreiches vor Augen führen. Ihr nehmt einfach an, dass alle Länder außerhalb eurer Grenzen von Monstern und Barbaren bevölkert sind. Ja, wenn ich dich angucke, habe ich recht. Woher wollt ihr wissen, ob sie wirklich unzivilisiert sind, bevor ihr dies nicht bewiesen habt, indem ihr sie erobert und unter euren Füßen zermalmt? Okay. Ihr sitzt hier und denkt nach, während ferne Länder sich nach Führung sehnen, geistige Führung, wie ich sie euch zu geben versuche. Oh, danke, Herr Sir Roderick. Mhm, das finde ich gut, das Sachliche. Wir machen's mal sachlich. Nun ja, ihr habt eine Mehrheit auf eurer Seite, aber die Debatte ist noch nicht vorüber. Darf ich die Aufmerksamkeit auf euer törichtes Vertrauen in den Nahkampf lenken? Ihr habt seltsame Drachenpulverwaffen, aber ihr verschwendet sie für Spektakel und fliegende Kutschen. Ja, fliegen kannst du nicht, hä, Dicker? Jedes halbwegs zivilisierte Volk hätte schon längst ein anständiges Arsenal an Waffen entwickelt. So etwas wie meine gute alte Mirabelle hier zum Beispiel. Mhm. Genau. Wir möchten unserem Land etwas derart Zerstörerisches ersparen. Nun, es sieht eindeutig schlecht aus für euch.
Aber ich habe nichts zu verschenken. Weiter zum nächsten Thema. Ich fechte eure törichten Ansichten an und das irrationale Benehmen, das sie mit sich bringen. Drachen, Geister, ja sogar von Toten ist die Rede, die angeblich herumlaufen, bah! Nehmt doch bloß einmal dieses kollektive Hirngespinst, das ihr den schwebenden Palast nennt. Das ständige abergläubische Gewäsch eurer Bauern hat dazu geführt, dass sogar ich ihn schon sehe. Und wie zum Teufel wollt ihr das Ding da oben mit einem Verteidigungsgraben umgeben? Lächerlich, sage ich. Genau, was ihr seht, ist eure Sache. Wir wissen, was wirklich da ist. Nun, es sieht eindeutig schlecht aus für euch. Aber ich habe nichts zu verschenken. Weiter zum nächsten Thema. Ich hätte mir mal merken sollen, wer der Erste ist. Ihr habt keine Ahnung vom richtigen Verhältnis zwischen der herrschenden Klasse und dem Bauernstand. Euer gewöhnliches Volk ist viel zu glücklich, um produktiv zu sein. Nur wenn es ihnen angemessen schlecht geht, arbeiten sie gut und hart. Das Einzige, was eure Bauern ängstigt, ist doch der dumme Aberglaube, dass hier Tote herumlaufen sollen. Nun ja, ihr habt eine Mehrheit auf eurer Seite, aber die Debatte ist noch nicht vorüber. Dies wird das letzte Thema sein. Habt ihr am Ende dieser Runde keine Mehrheit, werdet ihr zugeben müssen, dass ich euch übertrumpft habe. Oh oh. Ein einfacher Kritikpunkt. Eure lächerliche Kleidung. Nicht ein einziges vernünftiges Paar Pluderhosen weit und breit. Was, frage ich euch, habt ihr schlecht behosten Herrschaften dazu zu sagen? Schlecht behosten Herrschaften? Und warum haltet ihr euch so sauber, wo doch jeder vernunftbegabte Mensch weiß, dass man sich die Teufel der Finsternis nur vom Leib hält? Wenn man so riecht, wie die Natur es vorgesehen hat. Außerdem schlägt das Baden auf die Laune. Wisst ihr Leute denn nicht, dass es den Gallenfluss anregt? Tja. Sind wir mal wütend? Ja. Na, das wär's dann wohl. Es ist euch nicht schade, gelungen, die schade. Mehrheit eurer eigenen Leute davon zu überzeugen, dass ich Unrecht habe. Mich verwirrt er auch immer. Ihr habt offensichtlich alle viel zu lernen. Und ich bin derjenige, der es euch beibringen wird. Ich reiße mich gewiss nicht darum, aber ich sehe es als meine Pflicht. Müssen wir jetzt kämpfen? Ich fordere euch zu einem Kampf heraus. Was? Ach, das ist doch Zeitverschwendung. Was habt ihr denn davon, wenn ich euch den Hintern versohle? Hat euch die Lektion denn nicht gereicht? Ich verstehe ja, dass ihr verärgert seid. Ihr meint das wirklich ernst, ja? Ja, es steht unentschieden. Also gut, ihr sollt eure Prügel haben. Aber mir ist es schleierhaft, warum ihr euch freiwillig zur Schlachtbank begibt. Die Eingangshalle hier bietet genügend Wände, gegen die ich euch drängen, Ecken, in die ich euch treiben und einen Fußboden, auf den ich euch niederstrecken kann. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Dann begeben wir uns gemeinsam dorthin. Nur um sicherzugehen, dass sich keiner verirrt oder einen Unfall erleidet, der einen gerechten Kampf verhindern könnte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wozu ihr Leute alles fähig wäret. Okay, ich bin bereit. Lasst uns anfangen. Das lief ja jetzt suboptimal. Wahrscheinlich hätte ich mir merken müssen, wer hier 1, 2, 3, 4 und 5 ist. Und mir seine Vorlieben merken müssen und das dann entsprechend abarbeiten. Aber egal. Lasst uns anfangen. Was? Wir kämpfen. Gut. Bringen wir es hinter uns, damit ich mich wieder um die Erziehung eurer Landsleute kümmern kann. Ich beneide euch. Gleich lernt ihr eine Fähigkeit kennen, mit deren Hilfe man ein Reich begründen und die ganze Welt bereisen kann. Oh, mach endlich, dass du wegkommst. Es wird auch eine schmerzhafte Erfahrung werden. Aber ich denke, es ist die Schmerzen beinahe wert. Okay. Komm her, komm.
Gegen mich hast du keine Chance, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aua, der schießt tatsächlich. Gut, dann lassen wir ihn gar nicht erst zum Schießen kommen. Ist vielleicht das Einfachste, oder? Ja, komm, los. Fremdländer, mach, dass du wegkommst. Oh, Gott sei Dank. Gut, es war ziemlich suboptimal, wie das gelaufen ist. Das war wirklich sehr gekonnt. Es war ein fairer Schlagabtausch, Sir Roderick. Ganz nach den Regeln, die ihr festgelegt habt. So ist es. Ja, alter Junge, so ist es wohl. Da habe ich ja einen schönen Dämpfer bekommen. Bin eingebrochen wie eine alte Brücke. Ich muss sagen, meine Laune ist nicht die beste. Das hätte ich nicht erwartet. Besonders, da ich euch bei der Debatte besiegt hatte. Unentschieden, mein Guter, unentschieden. Aber sicher kann brutale Gewalt bisweilen auch einen überlegenen Intellekt zerschmettern. Ja. Wie dem auch sei, ihr habt mich geschlagen. Das muss ich euch lassen. Tja. Ich werde gehen. Vergesst jedoch nicht, dass ihr mich zwar mit den Fäusten geschlagen habt, aber was den Geist betrifft, war ich euch eindeutig überlegen. Naja, dann ist das halt so. Auch egal. So. Parzival, schüttle er meine Reisehosen auf. Wir wollen unsere Schatten nicht länger in diesen Garten werfen. Oh Mann. Tschüss, Roderick. Meine Fresse. Meine Fresse. Also, aber wenn der einmal schießt, dann ist das schon gleich am Ende. Gut. G-Becken. Einmal aufladen. Okay. Jetzt sprechen wir nochmal mit dem Minister und dann machen wir... Minister, da ist der Minister. Nun ja, wir haben einen Teilsieg errungen. Mir sind allerdings Gerüchte zu Ohren gekommen, die Kaiserstadt sei nicht das geistige Zentrum, das sie sein sollte. Nicht? Leise Gerüchte natürlich. Wir sind eindeutig die besseren Kämpfer. Bitte nehmt dies Silber zum Dank für eure Dienste. Genau. Es wird genügen. Es war mir eine Ehre, das Kaiserreich verteidigen zu dürfen. Ja, wir sind froh, dass ihr hier wart, obwohl es nur ein halber Sieg war. Ja, das stört mich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, jetzt steigen wir noch kurz auf und dann ist Schluss für heute. Wir geben uns noch ein wenig auf den Körper und... Ah, komm. Genau. Fertig. Und 14 Punkte. Würde ich vielleicht gerne nochmal den Dämonenstab? Schadenserhöhung? Mehr Schnelligkeit? 4, 6. Komm, Schadenserhöhung und mehr Schnelligkeit. Dann haben wir noch 4 Punkte. Können wir mit den 4 Punkten noch irgendwas machen? Was haben wir eigentlich mit der Eisscherbe? Da können wir vielleicht auch... Das habe ich bislang wenig gemacht. Springender Tiger. Können wir da noch irgendwas machen mit 4 Punkten? Ja, mehr Schnelligkeit. Okay, so. Ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ciao!